Hab doch bitte eine gute Karte, die ich mir luxen kann. Ich wollte gerade was richtig Dumme tun. Bevor ich es nicht gemacht habe. Ja. So, letztes Duell. Was für ein Penner. Was für ein Penner. Bitte was? Ich gebe dir sofort meine Karte zurück. Blöde Kuh, ey. Ja, aber hol dich jetzt. Bitte, geht doch. Was für Unentschieden! Nein, ich kann ihm nichts. Was für Unentschieden! Gib die Karte wieder, du blöde Kuh! War hart erkämpft! Alter, willst du mich verarschen? Gib mir die Karte wieder! Ich hab keine Ahnung, war ich nicht so? Ja, es war doch klar, dass das nicht funktioniert. Ja, genau. Nein! Nein, einfach nein! Einfach nein! Weißt du, willst du ein letztes Duell machen und dann sagt sie so, nö? Nö? Ich mach einfach eine Assi-Kombo, die schon wieder absolut keinen Sinn ergibt. Komm her, du blöde Kuh, ey. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich bin der Chefkoch im Schloss und mein Motto ist lieber tüchtig salzen als gar nicht gewürzt. So, 5 Duelle. Komm. An jetzt hier. Diesmal gib irgendwas Gutes. Alles wieder scheiße, ey.
das war Nummer 1. Wo ist Nummer 2? So, Mimix sieht wenigstens gut aus, ey. Das war Nummer 2. Weißt du, da denke ich schon, ich spiele intelligent und spiele ich trotzdem dumm. Spiele ich halt einfach trotzdem dumm, ey. Nummer 3. Ich hab vergessen, dass da oben was ist. Nee. Nummer 4. Das macht dies wieder richtig arschig zu mir. Och, lass mich doch nicht anfangen, Spiel. Was ist denn falsch mit dir? Nummer 4. Oder war das Nummer 4? Ich weiß es nicht. Eins noch auf jeden Fall. Das letzte hier. Last Duel. Meins. Nicht meins. Oh. Hol ich mir so. Dich hol ich mir so. Was hat's mir gebracht? Nichts außer scheiß Zombie. So. Was hast du zu sagen? Diese elendig versmockte Luft hier in Lindblum bringt mich noch bald ins Grab. Also ich habe nichts Gutes gewonnen. Erstes Duell. Ich bin fucking Feuerding! Du bist ein fucking Zombie! Du hast nichts mehr auf der Welt der Lebenden zu suchen! Ja, komm schon!
Weißt du, das ist ein Zombie und der Bomber sollte den eigentlich easy fertig machen. Nein, macht er nicht. Nö, nö. Du sagst dich einfach so. Nö, mach ich nicht. Ich brauch den. Ich brauch den verdammt nochmal. Nein. Ich brauch ihn halt. Ja, komm schon. Willst du mich verarschen? Ich wäre jetzt hier beinahe ausgetickt, ne? Nein, 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 nö. Jürgens Figurenladen. Holt euch die königlichen Miniaturen, die jeder haben will. Neue Bran-Miniatur, gerade reingekommen. Schnappst du dir alle? Ha? Wie komme ich in diesen Laden? Hast du schon die Sache mit Alexandria gehört? Das Theaterschiff hat dort eine Wahnsinnsexplosion ausgelöst und ist fast über der Stadt abgestürzt. Überhaupt, seit die Bran da auf dem Thron sitzt, hört man ja nur noch solche Katastrophenmeldungen. Ich habe mich lange und hart auf das Jagdfestival dieses Jahr vorbereitet. Die anderen tun mir jetzt schon leid, denn ich stehe als Sieger praktisch schon fest. Hast du denn schon einen passenden Topf für das traditionelle Jagdfestivalgericht? Also einen brauchst du doch mindestens und ich habe lauter gute hier. Ja. Komm, irgendwas muss doch hier in den Gassen versteckt sein. Please. Kein Ausrufezeichen, nix. Okay. Kann ich hier schmieden? Sag mal, Sepp, gehen wir bald? Dieser Laden ist doch sowas von öde. Lass uns doch in den Itemladen nebenan gehen. Komm schon. Noch eine Minute. Das sagst du doch immer. Boah, das muss ich einfach mal probeschwingen. Wenn du uns beim Jagdfestival auf die vorderen Ränge bringen willst, brauchst du meine Waffen. Lässt einen gleich ganz fesch aussehen, halbiert die Effektivität des Angriffselements Wassers. Den habe ich noch nicht, ne? Aber hier den Gabel? Bringt die mir? Jedenfalls habe ich gesehen, man kann... Obwohl, man... Lass ich eben noch sein. Kann ich bei dir nicht schmieden? Die Rüstung sieht aber schäbig aus. Wer würde die denn bitte kaufen? Heute kommt kaum Ware rein. Das liegt wohl am Ausfall des Südentors. Uponüsse, die Leibspeise aller Mukris, komplett ausverkauft. Wenn du am Jagdfestival teilnehmen willst, brauchst du meine Medizin und Kräuter. Was ist denn Goldnadel? Gib Statusveränderung Stein und Gips auf. Ja, da nehme ich mir direkt mal 10 Stück von. Nehmen wir 20 Stück. Zwanzig,
viel habe ich davon noch? Nicht mehr so viele. Das sollte erstmal genügen. Ah, guck mal, da ist so eine Figur von Königin Brain. Was treibst du da? Das Feuer ist viel zu stark. Du lernst es wohl nie, was? Die Qualität der Waffen hängt maßgeblich vom Feuer ab. Es darf weder zu stark noch zu schwach sein. Sei still, wir haben Kundschaft. Nur mit deinem Mundwerk, da bist du gut. Kann ich hier Sachen schmieden? Er hat durchaus Potenzial, aber er ist einfach schrecklich faul. Das Feuer schmilzt sogar Eisen in wenigen Minuten. Nochmal bekommen. Dann habe ich jetzt zwei davon. Nice. Und wie geht es dir so? Kann ich dir was für das Jagdfestival anfertigen? Aurora. Ein Räuberschwert erteilt Zustandsveränderung Schweigen. Ein Räuberschwert erteilt Zustandsveränderung Blind. Schweigen ist eigentlich cool. Aber blind, der macht halt mehr. Robe aus Baumwolle, Zipfelmütze und Armreif, Füßenstiefel, Lederhut. Auch auf unebenen Untergrund null Problemo. Halbieren die Effektivität des Angriffselements Erde. Heiztuch der Sehnsucht, stärkt das Selbstvertrauen. Mystische Kraft gewährt Schutz. Drei mehr Angriffskraft oder alles meinst du immer machen? Okay. Aha, okay. Wo war der Waffenladen? Hier, ne? War ein ganz normaler Dolch, war das, glaube ich, ne? Und Seelenquieder. Diese Schmiede hier ist vom Feinsten. Sieh dir mal diesen strahlend glänzenden Hammer an. Den habe ich mir aus einer alten Bratpfanne anfertigen lassen. Augen auf bringt das sogar. Aha, bringt sogar wieder eine neue Ability. Okay. Ah, da. Man ist im Angriffsvorteil. Aha. Interessant. Aber Schweigen finde ich halt sehr cool, dass wir den Zusatzeffekt Schweigen jetzt haben. Das ist für Zauberer sehr hilfreich.
Warte mal, wie viel habe ich mir jetzt davon geholt? Habe ich mir jetzt 10 Stück geholt? Nee, okay. Ich habe ja zurzeit genug Geld. anlegen. Schwertseele, okay. Initiiert die geheime Kraft, die in den Räuberschwertern schlummert. Nimm erstmal Aurora. Ich nehme Organik. Erst Organik, weil das nur 35 hat. So, was brauchen wir noch? Baumwollkleid, Zipfelmütze und Armreif. Zipfelmütze und Armreif. Zipfelmütze habe ich hier. Kann von Magiern getragen werden. Ja, ich habe hier jetzt... Accessoires, so, oder? Yeah. Ja. Ich glaube schon. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Okay, ich brauche einen Armreif. Ich brauche noch eine Zipfel. Moment, ich schreibe mir das mal eben kurz auf. Also, ich brauche noch ein... Was habe ich hier? Ach, das ist vom Craften. Nein, das brauche ich nicht mehr. Zipfelmütze, Armreif. Leder, Hut und Weste. Dann noch ein Federhut. Und ein Kristallarmreif. Manche Sachen trage ich, okay, die man da vielleicht nicht kriegt. Ja, es ist halt das Ding, die möchte ich dann halt nicht wirklich loswerden, ne? Solange ich die Dinger noch nicht habe. So, ein Kristall am Reif kriege ich auf jeden Fall. Ja, und das war's schon. Eine Zipfelmütze kann ich noch. Die anderen habe ich leider vorher verkauft. Hätte ich das mal vorher nicht getan. Den Hut möchte ich gerne noch haben. Lederweste und Leder... Hut. War das? Okay. Hier ist nur ein Lederpanzer, aber keine Lederweste. Was
trage ich denn noch? Federhut, Kristall, nee. Hätte ich das vorher halt gewusst, dass man was schmieden kann. Süß das halt. Kann ich denn jetzt irgendwas? Kristallschild kann ich machen, okay. Zumindest konnte ich eine Sache schon mal machen. Eine mystische Kraft gewährt dir Schutz. Nein, anlegen. Weihrauch. Das kann ich theoretisch machen, weil das habe ich noch nicht. Oh. Fügt Untoten immensen Schaden zu. Habe ich den gerade angehabt? Ja, ja, Federhut, da, doch, tatsächlich. Ich war einfach blind. Stimmt. Das waren die zwei Abilities. Es werde Licht und hau den Lukas. Ist halt schon ein Stückchen stärker. Halstuch. Zum Halstuch kann ich das machen lassen. Ja dann, weg damit. Jetzt brauche ich nur noch die zwei. Ich brauche einen Lederhut, eine Lederweste und einen Armreif. Puntauben. Ja, okay. Ah, nein, nein. Ist doch dumm, das nicht zu machen. Tontauben. Ach so, okay. Schmieden geht also nicht immer. Tontauben ist hier. Bin schon dann richtig. Aber den Lukas ist wichtig, finde ich. Gift und Galle muss ich noch lernen. Es werde Licht verhindert. Blindheit. Mache ich das weg. Das habe ich auch erlernt. Und dann mache ich hier Tontauben noch rein. Ja, mir gibt's Sinn. Aber die anderen Items ist halt ärgerlich, weil die hatte ich. Ich hatte zum Beispiel Lederweste und Lederhut hatte ich. Und Armreif hatte ich. Aber die habe ich halt verkauft. Weil ich nicht wusste, dass man schmieden kann. Und das ist halt ein bisschen ärgerlich. Aber naja, vielleicht kriegen wir die nochmal irgendwann zurück. Oder können wir nochmal welche kaufen. Ansonsten würde ich sagen, bin ich eigentlich ziemlich gut jetzt ausgerüstet. Ah, hier geht's ins Haus. Nein. Echokraut. Eye Potion. Was ist Echokraut?
Ah, das hier. Schweigen. Okay. Kartensammler, Ausgabe 7, Sonderbericht. Welche Karten werden zu Sammlerstücken? Seltene Karten sind des Sammlers ganzer Stolz. Vielleicht sind auch schon in deiner Hand ein paar zukünftige Sammlerstücke dabei. Fabel Verlag. Das Kartenspiel ist nicht so trivial, wie einige irrtümlich glauben. Aha. Wollen wir zocken? Ich glaube, gegen den werde ich haushoch verlieren. Kann das sein? Wenn er schon so kommt. Oh Gott, er fängt an zum Glück. Zum Glück fängt er an, ey. Hört richtig rein, direkt am Anfang. Okay. Er will es direkt wissen. Sag doch, wir werden haushoch gegen den verlieren, weil wieder irgendwelche dummen Regeln existieren, die nicht logisch sind. Könnte ich jetzt schon wieder kotzen. Warum ist vor allen Dingen meine Karte manchmal so schwach? Das ist so dumm. Tut mir leid, aber jetzt bloß keinen Fehler machen. So. Danke. Nur die Karte würde ich haben. Lass mich gehen. Bist ein Arsch. Dreckstyp, ey. Ich hasse dieses dämliche Jagdfestival, weil mein Vater jedes Jahr halb umkommt bei diesem Wahnsinn. Wuff. Ist ein Hund? Ah ja, jetzt erkenne ich es, dass es ein Hund ist. Ich dachte mir auch so, hä? Das ist ein Hund? Diese Kirche steht hier schon ewig. Die ganze Gegend war früher noch ein dichter Wald, das hat mir jedenfalls meine Oma erzählt. Es war auch diese Kirche, die das erste Jagdfestival ausrief. Thank you.
Was soll ich gegen solche Assis machen? Die nur eine Karte brauchen, um alles zu wenden. Weil es so ein Beschiss ist. Ja, komm, leck mich am Arsch, ey. Und was so verkackt unlogisch ist. Ich will nicht. Weil kann ich nicht gewinnen. Ist doch klar. Nein. Leck mich. Weiß, ich spiele jetzt keine Karten mehr. Ich werde das nur noch machen, wenn es mir aufgezwungen wird. Ich habe gehört, einmal muss ich es machen, danach mache ich es nie wieder. Das ist so ein dummes Kartenspiel, das einfach keinen Sinn ergibt. Und darauf habe ich keine Lust mehr. So, mit dir reden wir. Dann reden wir mit dir. Und reden mit dir. Und du, nein. Kannst nicht mal. Du bringst mir eh nichts. Ich bin schon ganz kribbelig. Bald geht ja endlich das Jagdfestival los. Sie schläft. Wach auf, Oma. Immer dasselbe, wenn meine Oma den Priester predigen hört, dann schläft sie sofort ein. Sid der Erste, der das Reich Lindblum gegründet hat, war vorher auch einmal Sieger beim Jagdfestival. Diese Kirche wurde auch von Sid dem Ersten erbaut, um die Tradition des Jagdfestivals zu überliefern. Wenn ihr am Jagdfestival teilnehmen wollt, so reinigt erst einmal eure Seele im Gebet. Das Jagdfestival ist nicht nur ein blutrünstiges Spektakel, wie manche irrtümlich glauben. Der Kampf Mensch gegen Biest, nur auf die eigenen Fähigkeiten vertrauend, werden Charakter und Mut gestählt. Wer dies nicht versteht, ist der Teilnahme am Jagdfestival auch nicht würdig. Die Leute aus dieser Gegend hier waren früher ein Jägervolk. Und das Jagdfestival geht eben auf jene alte Zeiten zurück. Bist du etwa einer der Teilnehmer? Dieses Jahr sind nur Veteranen dabei. Ich denke, da hast du nicht viel Chancen. Ich denke, dieses Jahr gewinnt entweder Ivan oder Vena. Mal sehen. Aha, Lederpanzer haben wir schon. Ich habe jetzt gedacht, das wäre die Lederweste. Schade. So, ich spiele jetzt aber nur noch mit den Billigkarten. Und dann kommen solche Karten, weißt du? Solche Karten, die ich gerne haben will. Jedes Mal die verfluchte Kacke, ey. Du sollst auch dahin machen. Ja, genau. Und dann kommt so eine behinderte Karte. Alles wegfickt. Dann gewinne ich schon wieder nicht. Nein, ich hab gewonnen. Also gib mir meine scheiß Larve, danke. Nein. Ich hab gewonnen. Und jetzt lass mich in Ruhe. Natürlich muss ich anfangen. Wie soll es auch anders sein, dass ich anfangen muss? Was ist das für eine beschissene Drachenkarte? Ich werde nicht gewinnen. Die Pips.
safe nicht gewinnen. Ist mir egal. Ist mir egal. Natürlich, die Drachenkarte weg, ey. Ich habe gegen dich gewonnen und mehr will ich nicht machen. Einmal gewinnen, das reicht mir jetzt so. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, alles. Haben mit jedem mal gesprochen, haben auch gegen jeden mal gespielt. Kann ich theoretisch... Schloss Lindblum, Theaterviertel, Industriegebiet. Was ist Industriegebiet? Ich möchte da gerne mal hin. Bitte genießt euren Aufenthalt. Die Lufttaxen sind unser Lebenswerk, unser ganzer Stolz. Wenn du einsteigst, dann zieh bitte die Schuhe aus. An alle Ingenieure, bitte nehmen Sie keine Werkzeuge mit an Bord der Lufttaxen. Zur Sicherheit der Fahrgäste, die Lufttaxenverwaltung. Dieses Steindenkmal hat der jetzige Großherzog errichtet, als Sid der Achte von uns schied. Statue Sid der Achte in Wickets 1762, ein Luftschiff, das mit der Kraft des Nebels fliegt. 1771 bringt er mit seiner Luftschiffflotte den Frieden über den Kontinent. Er liegt 1780 einer schweren Krankheit und gibt den Thron weiter, in Liebe und Gedanken an meinen Vater Sid der Neunte. Ha, weil Final Fantasy 9. Ah, okay, ja. Lederarmreif. Brauchten wir den nicht? Den brauchten wir leider nicht. Den brauchten wir leider nicht. Und was findest du besser? Vorne oder hinten? Na, vorne. Nein, das ist absoluter Unsinn. Hinten ist wesentlich effizienter. Wenn der Antrieb vorne im Luftschiff ist, ist die Gewichtsverteilung vielleicht besser, aber die Leistungen sind beträchtlich. Ich sehe schon, du hast Ahnung. Die meisten glauben mir ja nicht. Alles Banausen. Bringt man den Antrieb hinten im Luftschiff an, dann wird seine Leistung viel besser umgesetzt. Warum nicht in der Mitte? Warum gibt es unter den Ingenieuren nur so viele verschrobene Exzentriker? Wir ziehen um. Ich bin mit meinem Laden ab jetzt auf dem Falger Plaza im Einkaufsviertel zu finden. Ladenbesitzer Dagobert. Nice, Dagobert. Das ist schon was Einmaliges hier. Häuser aus Stahlbeton bekommt man jedenfalls in keiner anderen Stadt zu sehen. Eine Partie? Ja, machen wir. Dran. Ah, machen wir noch was. Ha! Was sagst du dazu? Banause. Nice! Wir haben gewonnen! Wir haben einen Vogel!
Montisaurus-Karte. Wow, die kenne ich sogar. Ich weiß sogar, was ein Montisaurus ist. Nein. Gibt es hier irgendwelche Geschäfte, wo ich noch reingehen kann? Irgendwelche Ausrufezeichen, Fragezeichen? Ich sehe halt nichts wegen der Statue. Da geht's wieder nach unten, ne? Ja. Da geht's wieder nach unten. Dann gehen wir einmal hoch, würde ich sagen. Sid, der Achte, auf den die Nebelantriebe zurückgehen, der hatte eine Katze als Haustier. Und da er das Vorbild aller Ingenieure ist, halten wir uns auch alle eine Katze. Menü des Tages, Hölleneintopf, gibt es nur bei uns. Kneipe zum Rechtsspruch. Ah, warum ist die Kneipe im Industrieviertel? Aber das ist gute Verkaufsidee. Eine Kneipe im Industrieviertel, wo die ganzen Arbeiter sind, ja. Hä, hey, was ist das? Was war das bloß in diesem Topf da? Warte mal, ist ein Kind? Du, hör mal, hör mal. Wenn ich mal groß bin, dann werde ich auch ein Ingenieur. Und dann baue ich ein riesen Luftschiff, mit dem alle irgendwo hin zum Spielen fliegen können. Weißt du, was das hier ist? Kannst du es glauben, ein Prototyp des neuen Dampfantriebs. Aber mit diesem Antrieb wird es im Haus immer so ekelhaft schwül. Sieh doch nur, ich bin vom Schwitzen völlig abgemagert. Mimikkarte. Wahrscheinlich hier die, ne? Ja. Noch nicht mal eine gute Mimikkarte. Zipfelmütze. Scheiße, hätte ich mir nicht kaufen brauchen. Schade. Okay, hier ist Ende im Gelände. Hier geht's auch nicht weiter. Das heißt, wir können nur noch in die Kneipe gehen. Nach der Arbeit gebe ich mir jeden Abend die Kante. Ich will mit dem Bird reden. So ist es. Sie ist so besessen von ihrem Gurkenstand. Sie hat überhaupt keine Augen für mich. Wenn sie zwischen mir und den Gurken wählen müsste, ich denke, sie würde die Gurken nehmen. Welch Erfrischung. Luftschiff Tagesblatt. Hildegard 2 wird nicht fertig. Die Arbeiten am neuen Luftschiff Hildegard 2, das vollständig ohne Nebel betrieben werden kann, wurden vorübergehend eingestellt, da technische Probleme aufgetreten sind. Hallo Zidane, du kommst genau richtig. Ich habe da wieder ein neues Rezept ausbaldowert und du darfst der Erste sein, der es probiert. Ein andermal. Ich bin gerade völlig satt. Schade, wirklich schade. Bitte entschuldigt, aber Hölleneintopf ist leider aus. Erst ein Rundflug und jetzt probierst du es über Karten?
Natürlich. Nein. Perfekt. So muss das laufen. Da nochmal zwei. Und da, dann habe ich gewonnen. Checkt. Gib mir den Geist hier, Yeti-Fresse-Karte, ja. Tschüss. Okay. Na, hier gibt's dann auch nichts mehr. Ich würde aber sagen, die anderen zwei Gebiete, also quasi das, das Schloss und Theaterviertel, genau. Das schauen wir uns dann das nächste Mal an. Ist nämlich schon 12:30. Dann konnte ich mit dem... Nein, nicht da... Ich wollte eigentlich nochmal zurück. Nee, da gab es nichts mehr zu reden. Okay. Geh bitte rein, danke. Nein, nicht zum Mokri, danke. Doch, zum Mokri. Bin ich eigentlich doof? So, erstmal speichern. Erstmal schlafen. Für 100 Gil. Das kostet nicht viel. Nicht so viel wie ein Zelt. Und dann würde ich sagen... Ah, perfekt. Wir sind sogar hier oben. Speichern wir. Wir haben leider nicht so viel geschafft. Aber von jedem etwas, zumindest. Wieder ein bisschen Karten verloren. Die Umgebung ein bisschen angeguckt, also gekämpft. Bisschen von der Story gemacht, also von jedem ein bisschen was. War eigentlich ganz gut. Von jedem etwas dabei gewesen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wünsche euch allen eine schöne gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Bye bye.